Bestenliste. Pflanzen. Okay, gut. Spielerstatus. Dein Konto. Dein Gartenwert ist 70.000. Gut. 100 Tage, 15 Stunden, 17 Minuten. Na gut, dann das haben wir schon erfüllt. Mond am Stiel, 16 Brombeeren. Soll alles sein, wie sie möchten. Guten Morgen, wie wäre es mit etwas Sämigem? Nein, so war das nicht gemeint. Und noch diese komischen Fliege, die haben sie noch. So. 16 Stück. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Klasse. So, der ist anscheinend zu blöd, irgendwo anders hinzugehen. Jetzt machen wir das Gebäude hier frei. So. Ich drücke den falschen Knopf. So, jetzt müssen wir nochmal Mond am Stiel kaufen. Warum auch nicht? Mala Mala Gugu. Scheiße. Hier, White Sir, ich brauche mal und so, ne? Mond am Stiel. Sieht auch zum Glück nicht scheiße aus. Daher werde ich das ganz gerne hier reinhängen. Können wir mal hier, ne? So, das ist alles geklärt. Hier wächst schön weiter. Ja, wir sind bei 80.000. Jetzt sind wir ja nur bei 70.000. Schauen wir mal ganz kurz im Laden. Hat doch lange noch gedauert. Wieder. Fünf von euch muss ich hier drin haben. Aisha, Aisha, Bama. Du lebst ja immer noch. Wie? Sei was, bist du doof oder was? Du sollst Quackberry jagen und es fressen. Ich will dich Techtelmechtelgeil kriegen. Bitte was? Wahrscheinlich wegen dem hohen Rasen oder was? Dass sie hier einen Rosenrasen machen muss. Du kommst mal hier, ne? Na, scheiße. Ja, frisst nur deinen eigenen Schwanz. Dann ist sie drinne. Was. So, und du brauchst immer noch. Muss vier von diesen Basengas gefräsen haben, wa? Jetzt muss ich erstmal wieder eine Special Blume davor holen. Sonst kriege ich die auch nicht rein. Was soll ich diese Paradiesvögel fressen, Alter? Paradiesvogelblume. One and Wonder Boom, Gießkanne.
sogar so Dinge eingehen, wenn die das nichts fallen lassen. Das ist natürlich sehr praktisch. Wahrscheinlich brauchen sie fürs Jagen irgendwie hohes Rasen. Dann werden wir jetzt hier einen Bereich machen für Rasen, damit der den nicht mehr sieht, der Quackberry. Dann werden wir das beide hier hinlocken. So, jetzt haben wir hier hohen Rasen. Da ist der Vanilla. Ja, das ist der. Das oder die. Guck so schön treu doof. Vier Brombeeren gegessen. Eine bis jetzt gefuttert, ey. Mit den MX und der Jogger kommen wir jetzt bei dir angeritten. Merkt ihr als mein Freund, ich lasse mich von keinem ficken. Ihr könnt weiter Scheißes bitten, schreibt da eure Hasstexte. Doch in euren Videos sieht man lauter, dass ihr habt. Der Track geht an alle, die versuchen mir als Ball zu bissen. Ich hätte mehr Anstand, würde ich nun hoffen, scheiße dissen. Weiße Ticken ist für viele der letzte Punkt. Hoffnung, Brüder lassen sich erwischen, sie wie Bullen sind in Topform. Die Dunkelheit verflucht, zwischen Freunden fallen Schüsse, sind mit Herzblut dabei. Sie sind Jungs vor der Küste, viele stehen vor dem Amt und sie betteln nach Arbeit. Sie wieder in Gruppen, ob man nennt sie dann Staatsfeind. Doch sie wollen einfach Klarheit in ihrem Leben. Doch der größte Schwachpunkt Deutschland ist nun mal das System. Doch wir sind darauf stolz zu sagen, dass keine wir aus dem Osten kommen. Auf welcher Seite Deutschland ist die Sonne nochmal aufgegangen? Hey, du! Willst du sehen? Du hast noch keine vier gefressen. Zertritt die Boxen auf, P zu dem Z, E, R. Einmal ein Lauf, wir nehmen's in Kauf und rasten nicht, auch wenn das krass belastend ist, wenn du über die Sachen sprichst, als wenn das gar nichts war für dich. Ich bin zwar jedoch wahnsinnig, ich frag mich grad, was für ein Tag heute ist. Der Alkohol, der spricht aus mir, doch Mädchen, eins verrate ich nicht. Ganz egal, wie viel Klischees ich bediene, innerlich bin ich am Boden, doch verzieh keine Miene. Du machst dich angreifbar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14. Er hat zwei gefressen, das heißt, er hat jetzt drei gefuttert. Wir brauchen Nummer 2 Brombeeren. Gar nicht wert, also leg ich dich ab wie ein Geständnis. Früh genug gemerkt, dass du Liebe nicht kennst, bist früh genug den Schlussstrich gezogen, durch alle Bars geschoben. Ich bin betäubt, alle Macht den Drogen und das gilt. Jetzt sind wir wieder. What is that, ja? Pedo-Titte, es ist unglaublich. Oh, hey, alles für die Leute. So, wir haben jetzt einen Mond am Stiel. Wir können aber jetzt nicht herausfinden, was wir noch machen müssen für dieses Gollum-Ding da halt. Dann nehme ich halt was anderes, wenn du nicht mehr die Droge bist. Ich bin ins Bluff, mach ihn an und ich vergesse dich. Halt deine Fresse, Schlampe, oder ich Galagugu. Vergesse dich. Galagugu. Du hast dir nichts mehr zu melden, ich mach dich live im TV fertig, so wie Simon. 8 Mod-Drops oder 16 Tulpen. Du kostest 20 Mann, schön, ich komme mit einer ganzen Horde. Und du meinst, dass dieser Deutsch-Rap mir nichts bringt. Schön, Straßen-Rap-Kings, yes, Hillel und Pins. Also Modrop sagt, dann wird echt keine Lust. Gut, man kann sich zwei selbst schnell zusammen keifen. Außerdem muss er sowieso ein paar Tulpen fressen, von daher ist es in Ordnung. Abend. Guten Abend. Ich bin also nicht die Einzige, die sich keinen Schlaf leisten kann. Tulpen. Tulpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Huch! Das war jetzt wahrscheinlich ein Fehler oder so. Nein. Keine Ahnung, was das hier für ein Grafikfick ist. Ich soll mich jetzt auch nicht weiter wundern. So. Eine Lichtquelle, okay. Aber warum nicht, ne? Ist immer die Frage, ist das ein neues Elephanilla oder ist es das gleiche Elephanilla und warum ist das Quadberry immer noch am Leben? Habe ich nicht einen Hund am Bellen? Schnauze, ich nehme auf. Pass mal auf. Einfach jetzt nicht. Das war ekler. Hab ich noch nicht. So, besser ist es nicht. Jetzt dürfte er dich nicht sehen. Das gibt ja wirklich. Tschüss. So, er hat eigentlich auch einen Cockberry gefressen, ne? Ja, du bist auch mal was. Ne? Ja, fein. Ja, wir haben es immer noch hier, aber wie sieht's hier aus? Wir sind überfüllt alles. Erstmal kümmern wir uns um die Samen, sonst kriegen sie gleich alle rein. Das will ich jetzt nicht. Das ist so. Dortmund, der kommt mal weg. Übersicht verschaffen. Und natürlich habe ich wieder was vergessen. Mal auf jeden Fall noch den hier und den hier raus. Was ist das? Was heißt, haben wir haufenweise Pflanzen da drin rumgammeln? Wir haben eine Eiche hier. Haufenweise dieser Viecher auch drauf, ey. Coole Idee, aber das da unten ist ein Hippo. Hundertprozentig. Da können wir uns ja auch was gefasst machen, ey. Aber wir gehen auf Erfahrung, also auf Level 40 zu, ne? Das ist schon nice, auf jeden Fall. Ach ja, mit den kleinen Dingern hat's angefangen, ey. Jetzt bewegt sich schon auf etwas Größeres hinzu hier.
Ist schon cool. So, hier ist ein bisschen mehr. So. Einen Raisin gegessen. Ist ja easy. So, die Tulpen sind fertig. Ich hab doch was gehört jetzt. Dann danke. Ich will mal helfen, weil diese Tulpen hier rumkommen. Ich glaube, ich habe zu viele. Ich glaube, die sind zu nah aneinander. Die anderen schon fertig sind, sind die noch hier am Machen. Ja, das ist der Schwupp fertig. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Einer muss noch fertig werden, dann haben wir mal 16. Was soll das jetzt hier? Ey, das ist ja unglaublich. Nochmal zwei Paradiesdinger. Ich lach mich tot. Ja, hab ich. Wag es dich da rein zu glitschen. Vermammeldeites Vieh. So, du komm jetzt rin und fress die restlichen Brombeeren hier auf, du Vieh, du. Ja, ich musste ja mindestens einmal kriegen, damit ich dich überhaupt jagen lassen kann, damit er die Vieh fressen kann. Scheiß da. Was für Stelzen läuft denn der? Geil. Es wird ein ruhiger Tag, wie es aussieht. Gut, Schwanana, also Emma pflichtet mir bei. Schließt ihr gerade Freundschaften? Das ist natürlich super. Guck mal, ein Bunny kommt. Sowas hat's echt angefangen, ey, mit sowas schnufflig kleinem. Je größer die werden, desto hässlicher werden sie irgendwie. Ah, moin, Digga. Bananenstaude habe ich immer noch nicht, ey. Fuck, Alter. Wie soll ich denn bitte schon eine Bananenstaude herkriegen? Vielleicht einen Bananen?